Hey Leute, einen wunderschönen wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu Darksword, Schwerter des Zwielichts. Ja, in der letzten Folge haben wir eine kleine tragische Rückblende gesehen aus der Vergangenheit von Emiko und Klasko. Wir haben gesehen, wie er wie Klasko sein Auge verloren hat. Was so ein Streit zwischen Kindern ausrichten kann, ne? Emiko hatte halt deine deutsche Stibitz und ihr habt's ja gesehen. Ganz schön tragisch das Ganze. Wir sind jetzt schon am nächsten Abend angelangt. Ihr hört schon die Musik, die Party ist im vollen Gange. Aber wir haben ja noch was zu tun, ne, wenn ihr euch erinnern könnt. Wir schauen mal in das Questlog. Wir haben ja noch die Jagd auf Wildhunde, die Sidequest, die wir angenommen haben. Und da gehen wir jetzt erstmal hin. Wir mischen erstmal ein paar Wildhunde auf, Leute. Denn diese Sidequest ist nur zu diesem Zeitpunkt zu machen. Und da hat er den Druck nach oben nicht genommen. Ist einfach weitergelatscht, der Gute. So, hier wären wir. Dann labern wir mal mit dem guten Ferris. Da bist du ja. Ich habe schon gedacht, du hättest es wegen der Feier vergessen. Unsinn, ich halte meine Versprechen. Gut. Dann lass uns mal sehen, ob die Wildhunde heute wiederkommen. Ja, das werden sie sicher. Sonst hätten wir die Quest ja nicht. Wo bleiben die nur? Wenn wir Pech haben, kommen sie heute Nacht nicht. Obwohl ich extra die Hühner draußen ließ. So was aber auch. Das wäre schon blöd, wenn es so wäre. Alle unsere Mühen umsonst. Und die Feier wäre damit für uns beide auch komplett vom Tisch. Wäre schon ärgerlich, ja. Aber das hier hat Vorrang. Das weiß ich doch. Ich hoffe, wir können diese Wildhunde vertreiben. Da! Die sehen aber richtig gefährlich aus. Emiko, bist du sicher, dass du sie alleine vertreiben kannst? Ich habe nun mal keine andere Wahl. Hüpf. Ja. Und die Musik, die gefällt mir auch richtig gut. Hat was Bedrohliches. Ja, die Hühner, die sind auch völlig aufgeschreckt. Aber wir kümmern uns nicht um die Hühner, sondern um die Wildhunde. Die machen wir fertig. Ich töte ja wirklich nicht gerne, aber hier ist es wohl unvermeidbar. Ja, das stimmt wohl. Direkt ein Komboschlag. Oh, wir sind direkt nochmal dran. Zack, zack. Ah, nett der Biss. Der Biss-Effekt. Oh, nochmal Komboschlag. Die halten nicht viel aus. So. Der erste wäre erledigt. Bleiben noch zwei. Und wie ihr bemerkt habt, die Kampfmusik, die ändert sich nicht. Die bleibt erstmal so. Bis wir die Quest abgeschlossen haben. Kann man jetzt von halten, wie man möchte. Ich persönlich finde das an der Stelle sehr gut. Weil die Musik, die wurde ja extra geändert. Zu Questbeginn, beziehungsweise als die Wildhunde dann auch aufgetaucht sind, um diese Bedrohung etwas hervorzuheben. Jedenfalls wirkt das auf mich so. Und das wäre dann schade, wenn dann immer wieder die normale Kampfmusik dann ist dann wieder zur normalen Kampfmusik hinwechseln würde. Also ich finde das an der Stelle wirklich gut so. Was ihr davon haltet, könnt ihr mir ja gerne in die Kommentare schreiben. So, jetzt machen wir den letzten Wildhund fertig. Komm schon. Stirb! Na, der braucht noch einen Hit. So. Das war's. Oh, einen Heiserbaum haben wir auch noch bekommen. Nice. Geschafft. Das müsste es gewesen sein. Ja, die Hühnchen, die bedanken sich auch noch fein bei uns. Für unsere gute Arbeit. Genauso wie Ferris.
Boah, gute Arbeit, Emiko. Du hast sie so schnell erledigt, so schnell konnte ich gar nicht gucken. Danke. Ich hoffe, dass sich damit das Problem gelöst hat. Das werden wir im Auge behalten. Doch komm, wir haben noch etwas Zeit. Die Feier ist bestimmt noch nicht vorbei. Die Hühner habe ich zurück in den Stall gebracht. Wir können also direkt los. Okay. Ja, dann gehen wir doch. 150 Erfahrungspunkte hat uns das eingebracht. Haben wir schon ein bisschen mehr an EXP. 401 brauchen wir noch fürs Level Up. Da speichern wir hier nochmal. Auf der schönen Weltkarte. Ja, es gibt auch schön klassisch wieder eine Weltkarte. Wie in Final Fantasy Spielen. Den alten natürlich. Wieso spiele ich denn schon wieder speichern? Gibt es hier noch irgendwas zu entdecken? Ich bin gerade am Überlegen. Ach ja, was ich noch sagen wollte, die Holzbretter, die ich mir begutachtet hatte, ich glaube vorletzte Folge war das, genau, so wie hier, ich habe da so ein bisschen einen Knick in der Optik gehabt. Wie gesagt, ich spiele im Fenstermodus, da sah das halt so aus, als wäre da irgendwas drauf gekriegt, das ist aber nur die Struktur. Aber da ihr das höchstwahrscheinlich im Vollbildmodus seht, ist euch das wahrscheinlich schon aufgefallen. Bereit für die Feier? Nee, ich will mal gucken, ob ich noch irgendwo hin kann oder ob der dann meckert. Ich nutze das Ganze ja auch noch, um ein bisschen zu testen hier. Vielleicht fällt einem ja irgendwie doch noch ein Fehler ins Auge. Bei dem Treiben kann ich nicht schlafen. Ich hoffe nur, Waldo betrinkt sich nicht wieder bis zum Umfallen. Wir reden hier von Waldo. Natürlich wird er sich schon einige Bierchen reingezogen haben. Hehe. Sicherheit. Ich bleibe lieber draußen. Ich will nicht, dass Marys Hosenmatz noch wach wird. Okay. Und der kleine Penn soll mir noch pennen lassen. So. Okay, hier hat sich nichts verändert. Ja, und jetzt bin ich mal gespannt. Luis wäre nicht erfreut, wenn ich da reinplatzen und Panja? Wie wird das geschrieben? Gesprochen? Keine Ahnung. Panja damit wecken würde. Also lasse ich es besser. Okay, ja, dann löschen wir das mal. Dann gehen wir zur Feier. Bereit für die Feier? Ja, ich denke schon. Wenn ich irgendwas verpasst habe, wovon ich erstmal nicht ausgehe, da ich mir in der vorherigen Demo so ziemlich alles angeguckt habe. Ja, ihr könnt es mir ja in die Kommentare schreiben oder die gute Innocentia wird sich bei mir dann wahrscheinlich sowieso melden. Die guckt das ja hier an, wie schon mal erwähnt. So. Ui, hier steigt aber die Party. Hier steppt der Bär. Alle tanzen auf den Tischen. Oder auch nicht. Gut, mit wem reden wir denn zuerst? Reden wir erstmal mit der Band. Bin mal was Vernünftiges. Das geht doch gar nicht hier. Ist ja wie bei einer Oli-Fete. Na Hagen, was hast du zu sagen? Findest du die Mucki auch so lahm? Auch ein Bierchen, Nemiko? Na klar, sonst halte ich das doch hier nicht aus. Wer damit? Lass rüberwachsen, Hagen. Wohl bekommst. Coke mit Bier. Ich habe in der Demo nicht herausgefunden, ob man irgendwie was damit machen kann. Von daher habe ich mir den immer so hinter die Binde gekippt. Coke mit Bier. Wäre schade drum, es nicht zu trinken. Steht sogar dran. Kippen wir mal. Zum Wohl. Mahlzeit. Hoppla, sorry. Aber echt gutes Zeug. Ich glaube, in der Demo hat er noch was anderes gesagt. Ich kann mich natürlich auch irren. Mir ist so. Schon ausgetrunken? Ja. Schon ausgetrunken? Ja, Mann. Schon ausgetrunken? Ja, ist ja gut. Mensch, schwer begriff. Der hat wohl schon ein paar zu viel gesoffen. Hallöchen. So viel zum Schlimmen. Was nehme ich zuerst?
Ich kann da Tünchen empfehlen. Na Quatsch, keine Ahnung. So, ja, was für eine Auswahl, mit wem reden wir denn? Na, sprechen wir mal mit Waldo. Mal gucken, wie besoffen er schon ist. Boah, glaubt er wirklich, er kann mich im Wettsauf, dass er mich im Wettsauf besiegt? Wohl kaum. Ja, ja, du hast schon anders. Hättest du fast gewonnen. Dieses Mal kriege ich Waldo klein. Ja, mach dir mal. Hallo, alte Trine. Eigentlich ist es mir gar nicht noch feiern zumute. Lenkt es sich zumindest etwas ab, Trine? Nicht besonders. Ich denke, ich werde auch nicht lange bleiben. Ja, ist wahrscheinlich nichts für so eine alte Dame. Wenn die noch voll einen um Putz sauen. Oh, Hakon redet mit Luis. Da will ich ehrlich gesagt nicht stören. Mist. Ich verkneife meinen Kommentar. Ich verkneife ihn mir einfach. Ihr könnt euch mit Sicherheit denken, was ich sagen will. Hihi. Dass Garlof so gut Kontrabass spielen kann, traut ihm keiner zu, was? Aber er ist wirklich ein begnadeter Spieler. Ja, okay. Ja, gut. Ja, jetzt sagt dem Bier, so schlecht hört es sich ja auch nicht an. Na, Spaß beiseite. Ich finde die Musik super. Gefällt mir. Damien ist ein Anfänger, was Kartenspiele angeht. Aber er macht Fortschritte. Das ist doch super. Nur wenn man am Ball bleibt, wird man besser. Welche Karte nehme ich nur? Du hast da ein Ass. Leg das doch. Na, Justus? Hey, endlich bist du da. Hast dir Zeit gelassen. Ach komm. Die Feier hat doch erst vor kurzem angefangen. Aber dennoch zu spät. Siehst du die da hinten? Ja, schon gesehen. Hakon und Luis? Yep. Er labert sich schon die ganze Zeit voll. Ich dachte, du wolltest heute mit ihr reden. Ja, eigentlich schon. Dann tu es doch auch mal endlich, bevor du mir später die Ohren zujammerst. So locker du auch drauf bist, aber bei den Frauen hast du echt keine Eier in der Hose, Mann. Was? Beweis mir das Gegenteil und sprich sie nun an. Oder tu irgendwas, um Hakon von ihr wegzulocken. Weglocken, hm? Das war das Stichwort. Wir wissen, was wir machen müssen. Mal zuvor. Aber mit Noah reden. Boah. Scheiß. Scheiß Tag, ey. Scheiß Tag, ey. Es ist der schon voll. Der ist schon voll durch. Der ist schon richtig blau. Super. Schade, dass Kamio nicht dabei ist. Aber er hat sicherlich seine Gründe. Ja, bestimmt. So. Reden wir doch mal mit unserem Brüderchen. Na, da bist du ja, Kleiner. Dachte schon, ich müsste dich erst aus dem Bett zerren, damit du hierher kommst. Ach was. Ich bin doch jetzt hier. Und sprichst du sie heute an? Du meinst Luis? Na, wen denn sonst? Oder hast du jemand anderes im Auge, von dem ich noch nichts weiß, hm? Nein. Kleiner, du wolltest ihr doch schon sagen, wie du für sie empfindest. Sonst kamen andere wie Hakon daher, wie du sehen kannst. Du kannst ja mal ein Beispiel an mir und Tia nehmen. Das kann man absolut nicht vergleichen, Klasko. Das mit Luis soll doch schon auf Dauer sein. Nicht so eine schnelle Nummer wie bei euch beiden. Erwischt. Was ich eigentlich damit sagen will? Direkt am Ablenken. Kein Kommentar. Du solltest dich schon ansprechen. Wenn ich Tier damals nicht angesprochen hätte, dann... Erspar mir bitte die Details. Danke. Aber schon gut. Ich gehe zu ihr. So ist richtig. Immer ran, immer ran. Was? Verkneift dir das Kommentar, Glasgow? Ach was, jetzt hab dich doch nicht so. Ich sag dir halt die Klappe. Hakon.
Lass auf eine Runde Arm drücken. Oh, jetzt wird's interessant, Freunde. Den können wir jetzt richtig schön eine auswischen. Ach ja, da war ja was. Da sag ich doch nicht nein. Oh, du würdest dir wünschen, als hättest du das nie gesagt. Ihr zwei könnt es auch nicht lassen, was? Ihr kennt die Regeln, oder? So, Arm drücken. Wir sind beim nächsten Minigame. Wir haben eine sehr schöne Musikauswahl. Hier geht es darum, Harkon, der im gesamten Versteck als schlechter Verlierer bekannt ist, durch einen Sieg von Luis wegzulocken. Drück die Enter- bzw. die Bestätigen-Taste mehrmals, um deinen Gegner zu besiegen. Es werden 3 Runden gespielt. Wer am Ende die meisten Runden für sich beanspruchen konnte, hat das Spiel gewonnen. Doch Vorsicht, mit jeder Runde wird Harkon entschlossener zu gewinnen. Viel Erfolg. Das heißt, es wird schwerer. Man muss schneller drücken. Sind mir bekannt. Und es kann sein, dass ihr das Getippse jetzt hört, weil wie gesagt, ich habe eine mechanische Tastatur. Das kann dann schon mal sein. Mal schauen. Mir auch. Gut, auf mein Zeichen. 3, 2, 1. Los! Ich krieg das nieder! Emiko hat gewonnen. Das war einfach. Bereit für Runde 2? Ja, hau rein. Das machst du nicht nochmal. Warte ab. Achtung, los! Da, 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 da. Mensch, er hat ja nur Pudding in der Arme. Was soll das denn? Das Ärmchen hat sich ja noch nicht mal bewegt von dem. Der muss echt noch ein bisschen trainieren, der gute Harkon. Emiko hat gewonnen. Bereit für die dritte und letzte Runde? Du gehst mir gerade echt auf den Sack. Jetzt erst? Ah, die Stelle fand ich in der Demo schon so klasse. Jetzt erst? Ah, super. Bereit? Los! Da werde ich dir natürlich noch mehr auf den Sack gehen. Gib mir nicht auf. Emiko hat gewonnen. Yes. Da kann sich der Harkon jetzt mal, ne? Verziehen. Und der Sieger ist Emiko. Gut gemacht, Kleiner. Yay! Oh Mann. Und da verpieselt er sich. Hier sich freut. Super. Hast du heimlich geübt? Du hast es ja Harkon diesmal so richtig gezeigt. Nicht wirklich. Ich wollte ihn nur von Luis weglocken. Hat doch gut funktioniert. Der hat sich nach seiner Niederlage sofort in seine Höhle verzogen. Emiko? Oha, wird Zeit, dass ich verschwinde. Viel Glück, Kleiner. Klaske denkt sich jetzt auch, mein kleiner Bruder wird so schnell erwachsen. Nein, keine Ahnung, was er sich denkt. Luis? Du hättest das nicht wegen mir machen müssen, weißt du? Oh, sie weiß es. Ehrlich gesagt sah ich es als einzige Chance, mit dir alleine reden zu können, abseits vom Fest. Wirklich? Tut mir leid, dass ich es nicht eher bemerkt habe. Nun, ich bin hier. Über was wolltest du reden? Wow, meine Chance. Jetzt aber ran. Nutz sie. Die Chance. Ich wollte fragen, ob du vielleicht Lust hast, mit mir nach draußen zu gehen, zum Plateau. Sicher, warum nicht? Super, dann lass uns gehen. Jetzt bin ich mal gespannt.
Die frische Luft... Ja. Die frische Luft tut gut, was? Oh, und wir haben heute sogar Vollmond. Tatsächlich? Wie schön er dabei aussieht. Was machen eigentlich deine Wunden? Tut's noch weh? Ach was, richtig wehgetan haben sie nie. Aber sie fühlen sich jetzt nach deiner Behandlung natürlich viel besser an. Das freut mich. Ist etwas? Nein, alles in Ordnung. Das Artwork ist richtig schön. Das gefällt mir. Das ist auch neu. Das war in der Demo nicht drin. Das war definitiv nicht drin. Diesmal vertue ich mich nicht. Nein. Diesmal trügt mich meine Erinnerung nicht. Das war da nicht drin. Und ich finde das wirklich... Ich finde das super passend, dass man das da eingefügt hat. Das gibt der Szene nochmal so einen gewissen Charme, finde ich. Finde ich super. Ach komm, ich sehe es dir doch an, dass dich etwas bedrückt. Was ist los? Das mag sich für dich sicherlich blöd anhören, aber... Manchmal frage ich mich, wo ich heute wäre, wenn ich nicht schon von Anfang an hier bei euch leben würde. Meine Mutter hatte sich den Luftpiraten damals angeschlossen, weil sie es satt hatte, unter der Fuchtel ihrer Eltern zu stehen. Hier lernte sie meinen Vater kennen. Und bald darauf kam ich zur Welt. Sie brachte mir bei, wie man sich um Verletzungen kümmert, damit ich euch in Zukunft helfen kann. Aber genau das finde ich auch irgendwo schade. Ich hatte bisher noch nie die Möglichkeit gehabt, mich außerhalb unserer Insel aufzuhalten. Vielleicht wäre ich auch viel mehr fähig, als mein gesamtes Leben hier damit zu verbringen, euch nur damit helfen zu können, eure Wunden zu versorgen. Ah, okay. Man muss weiter rücken. Das ging nicht automatisch. Versteh mich bitte nicht falsch. Wie ich schon sagte, ich mache diese Arbeit gerne. Nur manchmal stelle ich mir vor, wie mein Leben aussehen würde, wenn ich woanders zur Welt gekommen wäre. Eine Was-wäre-wenn-Vorstellung. Ich weiß, es ist albern. Mach dir keinen Kopf darum, Luis. Ich finde das nicht albern. Ich denke, solche Gedanken können sehr interessant sein. Hattest du auch schon solche Gedanken? Ehrlich gesagt nicht. Ich kann mir kein anderes Leben vorstellen. Das hier ist perfekt so, wie es ist. Außer einer Sache. Was denn? Jetzt mach schon. Sag, dass du sie sehr gern hast. Wow, Wahnsinn. Ich mach nur Spaß. Mir fehlt nichts. Oh. Okay. Du bist manchmal wirklich seltsam, Emiko. Wahrscheinlich stimmt das auch. Wenn ich in deiner Nähe bin, bin ich so anders. Aber ich bringe es einfach nicht fertig. Woran hängt es? Ich verstehe es nicht. Ja. Woran hängt es? Gute Frage. Eine schöne Nacht. Danke, dass du mitgekommen bist. Das fand ich auch. Aber ich merke gerade, wie müde ich bin. Ich werde daher jetzt besser ins Bett gehen. Ist ja schon recht spät, was? Ich werde mich nun auch hinlegen. Dann schlaf gut, Emiko. Danke, du auch. Da könnte er sich jetzt bestimmt den Arsch beißen. Dass er es ihr immer noch nicht gesagt hat. Meh. Emiko, du warst ja lange weg. Lief alles glatt?
Nein. Ich hab mich mal wieder nicht getraut. Ach, Emiko. Darin musst du dich wirklich ändern, Kleiner. Sagt sich so leicht. Ironisch ist es schon, nachdem du das ganze Theater veranstaltet hast. Ich weiß. Mach dich nicht so fertig. Morgen sieht die Welt wieder anders aus, glaub mir. Joa, gute Nacht, Klasko. Gute Nacht, Kleiner. Ja, das kann man jetzt nachvollziehen oder auch nicht. Aber ich mache mir da meine eigenen Gedanken zu, wieso er es ihr immer noch nicht gesagt hat. Ich schätze mal, vielleicht hat er irgendwie Angst, abgelehnt zu werden oder so, dass sie ihn doch nur als Kameraden sieht. Kann ich nachvollziehen, habe ich selber schon mal durchlebt. Aber wir sind ja noch am Anfang des Spiels. Ne? So gut kennen wir Emiko ja noch nicht. Und wissen noch nicht hundertprozentig, wie er tickt. Aber sowas kann ich mir schon gut vorstellen. Einige Tage später. Die Folge hat etwas Überlänge. Ah. Alles in Butter. Die nächsten Tage sollte nichts passieren, während ich wieder unterwegs bin. Ja, der nächste Raubzug. Ich werde ein Auge auf alles haben, Emiko. Das sollte nun kein Problem mehr sein, da du mir alles nochmal erklärt hast. Alles klar, man sieht sich, Hagen. Ei. Ei. Sag ich auch oft. Oder Jupp. Och Mensch, also der Speicherpunkt, ich will doch nur speichern. Ah, da bist du ja. Bereit für den nächsten Raubzug? Nein, ich will speichern. Ja, ich kann es kaum erwarten. Sehr schön. Hier ist übrigens deine Ration an Heilsachen, falls mal etwas sein sollte. 3 Heilsalben, 2 Heiltränke und 2 Engelsfedern. Engelsfedern, cool. Danke, für den Notfall immer gut zu haben. So ist es. Ich würde nun vorschlagen, dass du schon mal zum Luftschiff gehst. Es sind schon ein paar Leute dort, um alles vorzubereiten. Hilf ihnen dabei, Emiko. Alles klar. Ich halte unser nächstes Ziel ist Philanka. Philanka sei eine der größten Städte. Da werden wir sicherlich einiges abstauben können, oder? Das stimmt. Aber hallo, und wie wird das werden? Philanka liegt nur sehr weit im Osten auf dem... Was steht da? Ah, Nuta-Kontinent. Wir werden länger unterwegs sein. Daher die Vorbereitung. Okay, bin schon unterwegs. Bis gleich. Bis dann, Kleiner. Das ist Speicherpunkt. Nope, ich soll zum Luftschiff gehen. Großvater, was machst du hier? Ich dachte mir, für diesen Raubzug will ich mitkommen. Zudem kenne ich mich noch etwas in Philanka aus. Ich könnte euch also dieses Mal helfen. Hä? Weiß Kasko davon, dass du mitkommen willst? Natürlich weiß er das und hat dem zugestimmt. Aber wozu noch lange reden, Schwing? Machen wir uns aufs Schiff. Ei. Eieieiei. Darf ich jetzt speichern? Ja! Okay, Leute. Ja, Emiko hat sich immer noch nicht getraut. Aber war trotzdem eine schöne Szene. Gefällt mir. Und ich bin mal wirklich auf Philanka gespannt. Ja, denn da geht unsere Reise ja jetzt hin. Wurde ja gesagt. Bis dahin. Ich mach's gut und ihr macht's besser. Ciao.